Ja, meine sehr verehrten Freunde des Herrn, der Herrenhof-Pfalz-Matinee, begrüße Sie recht herzlich hier von unserem Kulturzentrum in Musbach. Leider ist es uns diesmal nicht gelungen, hier wieder Publikum zuzulassen durch die hohen Inzidenzen, die in unserer Stadt herrschen. Wir haben die zweithöchste Inzidenz in der ganzen Pfalz. Deshalb haben wir in der Fördergemeinschaft entschieden, diesen Vortrag heute ohne Publikum stattfinden zu lassen. Herr Kiddigkeit hat sich gerne bereit erklärt, ihn hier online zu übertragen, online zu halten. Ich hoffe, dass wir demnächst wieder Publikum in den Saal lassen dürfen. Voraussetzung dafür ist aber, dass Sie sich alle mal impfen lassen und wieder impfen lassen und die dritte Impfung auch holen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und ich hoffe, dass das uns im nächsten Winter nicht wieder passiert wie in diesem Jahr. Herr Kiddigkeit wird heute einen Vortrag, einen interessanten Vortrag in meiner Hinsicht, Kerwebrauchtum in der Pfalz halten. Er sagte mir vorhin, ja, er sei ja in der Geschichte bewandert und Kerwebrauchtum, das ist so ein Nebenberuf, aber es hat ihm Spaß gemacht, als er sein Buch geschrieben hat. Wenn wir den Chat einschalten, dann können Sie nach dem Vortrag auch über den Chat Fragen an Herrn Kiddigkeit stellen. Das zur Einführung des heutigen Vortrages. Der nächste Vortrag, den möchte ich Ihnen auch gleich ankündigen, findet am 19. Januar hier vor Ort statt. Inwieweit wir ihn mit Publikum durchführen oder nur wieder online, hängt davon ab, wie sich die Pandemiesituation in Neustadt verändert. Ich hoffe, sie fällt. Postus Paul wird am Ah. 16.01. referieren über die Okay. Pfalz, der Raum Neustadt zwischen dem Krieg von 1870-71 und dem Ersten Weltkrieg. Ja, nun bleibt mir nur zu sagen, Herr Kiddigkeit, ich bitte Sie, hier Platz zu nehmen und Ihren Vortrag zu halten. Ich ziehe meine Maske. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie haben sich also entschlossen zu einem Vortrag, der eher von mir aus gesehen selten gehalten wird, ein Vortrag über Kerwebrauchtum in der Pfalz. Mein Vorredner hat ja eben gesagt, dass ich mich damit vor etlichen, man kann schon sagen Jahrzehnten, vor 30 Jahren ungefähr damit beschäftigt hatte. Ich war damals etwas unglücklich, als man mir diesen Job angedreht hatte. Ich hatte gedacht, ich bin doch Historiker und kein Volkskundler. Und das Unglück nahm seinen Lauf, als ich noch feststellte, dass man sich im Prinzip über Feste und Festbräuche in der Pfalz vorwiegend im 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Und im 20. Jahrhundert war das doch eher selten, dass man sich diesen Dingen zugewandt hatte. Auch heute ist es kaum anders, außer meinem Kollegen Helmut Seebach und meiner Kollegin Barbara Schuttpilz sind eigentlich Volkskundler eher selten auf den Spuren von Bräuchen und Festen in der Pfalz. Sie sehen hier ein Bild, das erste auf des heutigen Tages, ein Bild, das im 18. Jahrhundert gemalt worden ist, ein Bild einer Dorfkirchweih. Und da sehen Sie schon im Prinzip das, was eigentlich die Kerwe ausmacht: ein Fest, eine Kirche. Und das ist sozusagen die Einstimmung auf das, was jetzt kommen wird. Feste und Festbräuche in der Pfalz, da kann man sagen, dass die Pfalz eine Kulturlandschaft ist mit einem ausgeprägten Brauchtums- und Festkultur. Jetzt muss man allerdings sagen, dass diese Brauchtums- und Festkultur im Laufe der Jahrhunderte, insbesondere im letzten Jahrhundert, stark nachgelassen hat. Das hat seine Bewandtnis mit den sich verändernden Gegebenheiten, sozusagen mit der Industrialisierung, als man weggegangen ist oder weggehen musste von dieser Kultur, die nur von der Landwirtschaft geprägt war. Das heißt, Mitte des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es einen großen Wandel, der eigentlich
noch nicht abgeschlossen ist. Und Volkskundler sprechen im Prinzip von Traditionsverlust, der in dieser Zeit eingetreten ist. Bräuche sind Handlungen eigentlich, könnte man so sagen, die nicht ganz beliebig sind, die sozusagen von Regeln bestimmt sind und immer wiederkehren. Und dementsprechend sind Bräuche und Feste in unserem Leben an Zeiten gebunden, sie sind an Abläufe gebunden und sie sind an die Leute gebunden, die eben für diese Abläufe und dieses Brauchtum zuständig sind. Feste können sehr anarchisch sein, da denkt man doch immer so gerne an den Karneval. Sie können allerdings auch sehr ruhig ablaufen, denken Sie an kirchliche Prozessionen. Auch Kirchen sind ja, Kirchenfeste sind ja schließlich auch Feste. Das war zu schnell eben. Feste können öffentlich gefeiert werden, sie können auch privat gefeiert werden. Die öffentlichen Feste sind Nationalfeste, Landesfeste, regionale Feste, Dorffeste. Es kommt im Kirchenjahr, es sind Jubiläum, also Stadtfeste, die als Jubiläumsjahrfeste gefeiert werden. Es gibt auf der anderen Seite dann die Familienfeste, die eben sich auf familiäre Mitglieder beziehen, die auch sehr eng, naja, wie könnte man sagen, eng gefasst sind. Nur wenige Personen nehmen daran teil, im Gegensatz zu dem öffentlichen Fest, das ja von einer breiten Menschenmasse geprägt ist. Wir konzentrieren uns heute auf ein Fest, das öffentlich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt öffentliche Feste, so wie den Maimarkt in Kaiserslautern, aber hat eine sehr lange Tradition, aber Bräuche gibt es keine. Das betrifft auch das Fest des Federweisen in Landau oder aber das Deutsche Weinlesefest in Neustadt. Wobei man natürlich sagen muss, beim Deutschen Weinlesefest gibt es mittlerweile auch Abläufe, die natürlich jetzt seit 1909 gefeiert, also jetzt rund 100 Jahre, die auch Brauchtumscharakter annehmen. Man erwartet eben jedes Jahr, dass ein bestimmter Ablauf ist. Es gibt die Häuschen am Bahnhof, es gibt den Umzug und es gibt die große Veranstaltung in der Stadthalle. Große Gemeinden, große Feste. Ich hatte ihn eben Landau, Neustadt und Kaiserslautern genannt. Hier noch ein paar andere. Also in Bad Dürkheim, den Wurstmarkt, das Fest des Federweisen hatten wir gehabt, das Brezelfest in Speyer, was noch zu diesen Großfesten im Pfälzischen Raum zählt. Wir aber werden uns dem bedeutendsten Fest der Pfalz zuwenden, eben der Kirchweih. Das Bild hatte ich Ihnen eben schon kurz angedeutet, das also hier zeigt, wie eben in diesem Ort Grünstadt damals diese Kerwe auf einem öffentlichen Platz gefeiert worden ist. Und der Maler Seekatz, er hat ja das Ereignis für bedeutsam erachtet, sodass er hier immerhin ein bemerkenswertes Gemälde abgeliefert hat. Wo kommt das eigentlich her oder wieso Kirchweih? Sagen wir eigentlich hier in der Pfalz nicht. Wir sprechen von Kerwe, wir sprechen von Kerb. In einem ganz kleinen Raum noch im Südwesten wird auch von Kirb gesprochen. Ansonsten gibt es noch Abweichungen wie Kave oder Karb. Aber insbesondere sagen wir im Vorderpfälzischen Raum bis in den Raum Kaiserslautern sprechen wir von Kerwe. Und alles, was nördlich oder westlich davon liegt, ist eben die Kerb. Und es gibt ja diesen Beruf, wem ist die Kerwe oder wem ist die Kerb? Unser. Das ist sozusagen jener Ruf, der die Kirchweih immer eingeleitet hat. Der historische Ursprung der Kirchweih ist allerdings ein ganz anderer. Der Ursprung der Kirchweih hängt tatsächlich mit der Einweihung eines Kirchenneubaues zusammen. Ein solcher Neubau, es gibt ja heute, wenn Sie ein Haus beziehen, gibt es ja meistens auch ein Fest oder es gibt das Richtfest. Und so war es eben bei den Kirchen auch. Die Einweihung der Kirche war immer ein großes Ereignis im Dorf oder in der Stadt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Konsekration, das heißt, es gab ja im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit ja nur den katholischen Glauben in der Pfalz und dementsprechend war diese Konsekration, die Einweihung der Kirche durch einen Pfarrer immer von Bedeutung. Und dieser Festakt, dieser Einweihung erfolgte im Regelfall auf einen Heiligen. Das heißt, man spricht dann von
Kirchen weihen, die sich auf kirchliche Namen beziehen. Ganz bekannt der Ägidienmarkt in Neustadt oder der Gallusmarkt in Ulmet. Aber Sie können ja hier auf dieser Folie noch den ein oder anderen Markt sehen, wie Laurentius. So, hier ein Bild aus dem Jahre 1908. Hier sehen Sie, ich nannte eben Ulmet mit dem Gallusmarkt. Und Sie sehen hier diejenigen, die für diesen Ablauf der Kerbe auf dem Gallusmarkt zuständig waren. Sie sehen also hier immerhin 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute, die da sitzen vor einem Schild und Sie können unten genau lesen, um was es dreht. Gallusmarkt 1908. Sie sehen die Straußjugend, obwohl die Herren da doch relativ alt aussehen, trifft aber nur ihre Kleidung und Sie sehen auch schon die Attribute, die die Kerbe damals ausgemacht haben. Aber was ganz bemerkenswert ist, man hat sich in den Sonntagsstaat geworfen. Diese Kirchweihe, und das ist wiederum so, da muss man zurückgehen in die Zeit des Mittelalters, diese Kirchweihe, wenn eine solche Kirche eingeweiht worden ist und der Jahrtag gefeiert worden ist, dann sind immer sehr viele Menschen herbeigekommen. Und dort, wo viele Menschen sich treffen, wo viele Menschen sich niederlassen, da entwickelt sich meistens etwas, was man dem Geschäftssinn des Menschen so zuschreiben kann. Diese Menschen haben sie hatten Durst und sie hatten Hunger und andere wiederum haben diesen Durst stillen wollen oder diesen Hunger etwas auftischen wollen. Und dementsprechend hat sich bald zu dem Kirchweihfest, das eigentlich ja ein rein kirchliches Fest war, hat sich dann eine weltliche Komponente hinzugesellt. Das bedeutet, aus der Kircheneinweihung oder dem Festtag der Kircheneinweihung wurde ein öffentliches Fest. Das hat schon im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit besonders die kirchliche, aber auch die weltliche Obrigkeit hervorgerufen und die haben sich dagegen gewandt und haben gesagt, das sei alles nicht in Ordnung, dass man bei einem Kirchenfest sich sozusagen der Völlerei hingibt, dass man besonders viel trinkt. Und hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, eine Verordnung gegen das Laster der Trunkenheit. Und das ist aus dem 18. Jahrhundert von der herzoglich-zweibrückischen Regierung herausgegeben. Und diese Verordnung, die hat mehrere Seiten, etwa 12 Seiten. Und diese Verordnung hat üble Strafen ausgesprochen gegenüber Personen, die sich eben bei diesen Festen betrunken haben. Wenn wir schon beim Betrinken sind, es gibt einen schönen Hinweis von den bayerischen Amtsärzten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die von der königlich-bayerischen Regierung in die Pfalz geschickt waren. Und diese Amtsärzte hatten in jedem Landkreis zu schauen, wie die Leute leben, von was sie leben und was sie tun. Und insbesondere wurde dann auch Wert darauf gelegt, wie sie sich verhalten bei öffentlichen Festen. Und da wurde generell beklagt, dass bei der Kerbe unglaublich viel Bier oder je nach Landschaft eben Wein getrunken worden ist. Also noch im 19. Jahrhundert war also diese Trunkenheit bei Kerbefesten recht eifrig ausgedehnt. Diese Abkehr vom kirchlichen Ursprung, das ich eben angedeutet habe, viele Leute treffen sich und man beginnt diese Konsekration mehr oder weniger zu vergessen. Und auch wird der Jahrtag der Kircheneinweihung, der kann ja genauso gut im Frühling gewesen sein wie im Sommer, beginnt diese Veranstaltungen beginnen sich in den Herbst hinein zu verlegen, in den Spätsommer. Das ist natürlich auch den Bauern, denken Sie dran, wir sind mit dem 19. Jahrhundert, war alles von der Landwirtschaft noch geprägt. Und das kam also den Bauern sehr entgegen, dass man die Veranstaltungen eben in den Herbst gelegt hat, weil dann sozusagen die Hauptarbeit rum war und dann hatte man Zeit, um ein solches Fest zu begehen. Und dementsprechend sind sehr viele Kerven oder Kirschweihen eben in den Herbst verlegt worden. Eine Geschichte, die man eigentlich heute auch noch sehen kann, oftmals wird
oder wurde in den 70er und 80er Jahren eine Veranstaltung aus dem Hochsommer erst in den späten Sommer verlegt oder eine insbesondere Veranstaltungen, die im späten Herbst waren, wurden vorverlegt, um ganz einfach das noch schöne Wetter zu nutzen, um diesem Fest eine Möglichkeit zu geben, im Freien stattzufinden. Der Versuch der Obrigkeiten, der weltlichen Obrigkeiten, der kirchlichen Obrigkeiten auf diese Kerbe Einfluss zu nehmen, habe ich doch ein ganz neues Beispiel entdeckt. Und zwar in Hammersberg ist vor einem Jahr oder noch in diesem Jahr, das weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall in allerneuester Zeit, kam es noch zu einer Segnung der Straußjugend und des Kerbestraußes. Sie sehen also, der Einfluss der Kirche ist nicht ganz von den Kerbeveranstaltungen weg. So. Er ist auf jeden Fall in Hammersberg noch gegeben, aber darauf werde ich später noch einmal eingehen. Wenn ein Fest gefeiert wird und wenn das Fest von Bräuchen unterstützt wird oder wenn man da Brauchtum sieht, dann kommt man immer zu diesen Kerbe-Attributen. Und diese Kerbe, die ist so bedeutsam gewesen, war bedeutsamer als Weihnachten. Da hat jeder versucht, an diesem Tag in seinem Heimatort zu sein. Und ich erzähle immer ganz gern die Geschichte von einem Verwandten mütterlicherseits, also einem Pfälzer, der noch im zarten Alter von etwa 88 Jahren noch mit Macht versucht, hat, in seinen Heimatort Hinzweiler, das ist ein Ort in der Nähe von Wolfstein, zu kommen, weil er an dieser Kerbe, die dort immer noch gefeiert worden ist, so in traditioneller Art und Weise, das war noch zu Beginn der 70er Jahre, da trachtete er dorthin zu kommen, um an dieser Kerbe teilzunehmen. Auch in den 20er Jahren sind auch noch Auswanderer gerne zu ihrem Heimatort gekommen. Und auf diesen Kerbe Veranstaltungen, da gibt es dann, ich habe das Ihnen hier aufgeschrieben, Kleiderordnungen, es gibt Umzüge, es gibt unterschiedliche Veranstalter, es gibt Musik, es gibt dann die Geschichten wie das Kerbe begraben, das Kerbe ausgraben, es gibt Sträuße, Tänze, Reden und so weiter. Es ist eine unglaubliche Vielzahl von Attributen, die diese Kerbe ausmachen und insbesondere das letzte auf der Folie zu finden ist, das Kerbegeld, von dem habe ich als Kind noch profitiert in den 50er Jahren. Auch ich bekam immer, wenn in Kaiserslautern Kerbe war, von der Verwandtschaft die eine oder andere Mark in die Hand gedrückt und durfte mir dann ganz stolz ein paar Mohrenköpfe kaufen oder sowas ähnliches. Die Kerbe beginnt mit einem Kerbeumzug. Und das kann man erkennen, dass diejenigen, die diesen Umzug veranstaltet haben, den Umzug sehr ernst genommen haben. Und man erkennt an dem Anzug, wie die Leute, das sind die Veranstalter, die Sie hier sehen, auf die ich gleich noch eingehen werde, wie stolz sie sich hier präsentieren. Das ist ein Bild, das ist also ungefähr zur Zeit des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Sie sehen also hier diese jungen Männer, alle mit einem Glas bewaffnet, aber sie sehen eigentlich aus, als würden sie zu einer ganz bedeutsamen Veranstaltung gehen. Sie haben sich alle in ihren Sonntagsstaat geworfen und das zeigt doch, wie sehr man da dieses Fest, geschätzt hat. Auf diesem Bild, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, sehen Sie in der Mitte ein Grammophon. Man zeigt natürlich auch hier, dass das, was man hat und was modern ist, und dementsprechend wird dieses Grammophon sozusagen in der Mitte dieses Bildes präsentiert. Im Sonntagsstaat sehen Sie auch im nächsten Bild aus Neunkirchen, das ist auch aus der Westpfalz, ein Bild aus den 20er Jahren. Auch hier sehen Sie die Veranstalter wiederum so, als gingen sie zu einem ganz bedeutsamen Ereignis, als gingen sie sozusagen in die Oper. Sie sind also angezogen vom Allerfeinsten und wenn man den Beschreibungen des 19. Jahrhunderts Glauben schenken darf, haben sich manche, die sich eben es nicht leisten konnten, so schön auszusehen, so adrett angezogen zu sein, sich dann damit beholfen, dass man eben zu einer Ausleihe ging, um sich dort einen Anzug für einen Tag auszuleihen gegen ein geringes Entgelt.
Das Kerwegeld, das ich eben schon angesprochen hatte, das war wichtig, nicht nur für die Jugend, also wie für mich da, sondern es war ein Geschenk der Älteren für die Jugend. Die waren natürlich auch ganz stolz, dass sie dem Kind was geben konnten. Auf der anderen Seite hat man auch dafür gespart und das war auch für die Dienstboten von Bedeutung. Sie bekamen ein Kerwestück, das waren meist neue Kleider. Das heißt also, wenn man einen Dienstboten in seinem Haushalt hatte, dann hat man ihm ein neues Kleid geschenkt, einen neuen Anzug geschenkt und darauf haben die natürlich auch gewartet. Solche Geschenke, solche Kerwegeschenke sind schon sehr früh nachgewiesen. Ein ganz besonders bekanntes Kerwegeschenk war die Kirb, die der Kurfürst Karl Ludwig seiner Tochter Liselotte im 17. Jahrhundert übergeben hat. Er hat das eine Kirb genannt, also das Kerwegeschenk, also das Kerwegeld. Heißt hier die Kerb, also die Kerwe, und das hat die gute Liselotte vom Papa geschenkt bekommen, eben zu diesem Termin. Ausrichter, Sie hatten vorhin diese 3-4 Bilder gesehen, wo diese jungen Männer da standen, alle in ihren Anzügen. Das war die sogenannte Straußjugend. Da steckt das Wort Jugend schon mal drin, also die Ausrichter waren offensichtlich junge Kameraden, aber es gibt auch die sogenannten alte Bube. Das waren nämlich diejenigen, die auch in dem zarten Alter von fast 40 Jahren noch nicht verheiratet waren. Und diese alte Buben, das waren die Junggesellen, die hatten natürlich dann in diesen Burschenschaften auch eine tragende Rolle gespielt. Sie waren dann sozusagen schon gestandene Männer, aber trotzdem zählten sie eben zu jenen, die noch nicht verheiratet waren. Und das waren die Ansammlung von jungen Männern, die eben diese Kerwe organisiert hat. Ich habe Ihnen hier ein Bild aus den 1988er Jahren, die Straußjugend. Und wenn Sie sich an die Bilder vorher erinnern, es waren ausschließlich junge Männer zu sehen. Hier sehen Sie jetzt einen gewissen Wandel. Das ist also die Straußjugend von Weldersbach, das ist in der Nähe von Ramstein. Sie sehen hier nicht mehr unbedingt den Sonntagsstaat, aber eine gewisse Uniformität ist nicht zu leugnen. Alle haben Blue Jeans an und ein weißes Hemd. Aber das Wichtigere als die Kleidung ist die Tatsache, dass man hier plötzlich junge Frauen sieht, Mädchen sieht, die eben bei dieser Straußjugend eine Rolle spielen. Das war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts noch undenkbar, aber in den 70er, seit den 70er Jahren kann man erkennen, dass im Pfälzischen Raum die Frauen sozusagen in diese Burschenschaft hineindrängen oder hineingeholt wurden oder beides und eben auch hier jetzt eine so große Rolle spielen, dass sie auf diesem Bild hier ganz schön zu sehen sind, wo die Straußjugend hier sozusagen zur halbe Männer und Frauen sind. Wenn Sie, ich gehe nochmal zu dem Bild zurück, ne, da ist leider keiner drauf, aber auf den anderen alten Bildern haben Sie gesehen, da gab es einen Kerwestrauß. Man sieht ja diese Kerwesträuße heute insbesondere noch in der Westpfalz, wenn man durch die Ortschaften fährt, dass an dem einen oder anderen Haus noch so ein alter, verblichener Kerwestrauß, ein Kerwebaum hängt. Das ist eine Handarbeit, die von der Straußjugend gemacht wird. Das heißt, der Kerwebaum, das ist im Prinzip eine lange hölzerne Stange, an die sehr, sehr viele Bänder geknippelt, wie man so schön sagt, werden. Und Sie sehen hier ein Bild aus den Ende der 90er Jahre, wie in Erlenbrunn. Und auch hier Männer und Frauen. Auf der rechten Bildseite sehen Sie eine junge Frau, wie man hier diese Bänder zuschneidet und wie sie dann später an einen Kerwebaum, also an dieses hölzerne Teil, dran geklebt werden sollen. Diese Bänder sind mehrfarbig. Sie zeigen sozusagen die Lebensfreude mit vielen Farben. Das ist sozusagen im Vorfeld zu machen. Man muss also einen Kerwestrauß herstellen. Es gibt eine Burschenschaft, beziehungsweise mittlerweile auch eine Frauenschaft, eine gemeinsame, die macht diesen Kerwestrauß und sie beginnt damit, ihre Kerwe noch in 56 Gemeinden, vorwiegend im Nordwesten der Pfalz, nachzuweisen, beginnen sie damit, dass man die Kerwe ausgräbt. Das heißt, diese Straußjugend, in dem Fall jetzt heute Männer und Frauen, ziehen an einen ganz bestimmten Platz. An diesem Platz suchen und finden sie natürlich auch
eine, meistens mehrere Weinflaschen. Die werden geöffnet, werden gekostet und gemeinsam ausgetrunken. Hier beginnt also schon das, was ich ganz vorhin mit dem Laster der Trunkenheit so ein bisschen umschrieben habe. Zur Kerwe gehört eben der Genuss von Alkohol dazu. Ich habe hier ein weiteres Bild, also aus ganz neuerer Zeit, also neuerer Zeit ist gut, von 2012, Kerwe ausgraben. Auf der anderen Rheinseite, Brühl bei Schwetzingen, da wird die Kerwe öffentlich ausgegraben. Der Rektor, der Schulrektor gräbt sozusagen die Kerwe aus. Das, was ich Ihnen eben erzählt habe, der findet an einem ganz bestimmten Ort die Cap, also die Flasche Wein, und er tritt hier als Oberkerwebursch auf, also als der für die Straußjugend sozusagen als Ersatzmann fungierender Mensch auf, der sozusagen die Kerwe da wieder einleitet. Darauf werde ich später noch ein bisschen eingehen, denn wenn jetzt hier eine Amtsperson, und ich würde jetzt den Schulrektor auch als eine gewisse Amtsperson betrachten, wenn er hier als Oberkerwebursch auftritt, die Kerwe ausgräbt und später auch dann noch was mit der Kerwe-Rede zu tun hat, dann zeigt sich Konflikt. Nachdem man die Kerwe gefunden hat, gibt es den öffentlichen Kerweumzug. Also die Straußjugend war zu ihrem Platz gezogen, hat ihren Wein ausgetrunken und dann geht man angeführt von dem Chef der Straußjugend. Die werden dann genannt, ganz unterschiedlich, eben hatten wir den Oberkerwebursch, die können Präsident genannt werden, Vorderreiter, Kerwefahrer. Bei Kerwefahrer sehen Sie schon natürlich das Problem, dass sich natürlich der Ortspfarrer, besonders im 19. Jahrhundert oder noch früher, sich natürlich fürchterlich dagegen gewehrt hat, dass hier einer auftritt, sich Pfarrer, als Pfarrer bezeichnet. Das ist doch schließlich eine Amtsbezeichnung, die nur ihm zusteht und schon gar nicht irgendwelchen jungen Leuten, die dann unter Umständen auf einem Pferdewagen durch den Ort ziehen und dabei mit Bier- oder Weinflaschen bewaffnet sind. Auf jeden Fall ist dieser Umzug früher zu Fuß oder mit dem Pferdewagen durchgeführt worden. Heute sieht man vorwiegend Traktoren, und auf diesen Traktoren oder besser gesagt auf den Anhängern sitzt dann die Jugend, und die Jugend, die hat dann sozusagen das dabei, was man hier auf dem alten Bild sieht in Reifenberg von 1914. Da trägt die Straußjugend den Kerwe-Strauß. Vorne sehen Sie mit dem Zylinder den Kerwefacher, der sozusagen die Straußjugend anführt. Und am Ende, im Hintergrund des Bildes, sieht man eine Blasmusikkapelle. Diese Blasmusikkapellen, die spielen besonders bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts eine große Rolle auf der Kerwe. Auf der linken Seite nochmal Reifenberg, also die Straußjugend mit ihrem Korb, und auch hier der Anführer bewaffnet mit einem Krug, in dem Falle mit Obstwein. Und auf der rechten Seite sehen Sie das moderne Bild aus den 2015 etwa, ja, nee, 2006 steht ja auf dem Wagen drauf, sehen Sie einen Kerwewagen, da sehen Sie, wie die Straußjugend gerade sich fertig macht, um mit ihrem Kerwestrauß loszuziehen, um die Kerwe da im Ort sozusagen öffentlich zu machen. Es sind mehrere Wagen dann meist hintereinander. Wenn Sie auch dieses Bild auf der rechten Seite sich genau betrachten, sehen Sie im Hintergrund einen weiteren alten Traktor anrollen. Auch dort ist dann eben der Rest der Straußjugend drauf zu sitzen. Früher fuhr die Straußjugend zu einem Gasthaus. Aber traditionelle Gasthäuser gibt es heute eigentlich weniger. So installiert man die Kerwe-Attribute dann mittlerweile an öffentliche Gebäude. Man spricht von Feuerwachen, man spricht vom Dorfgemeinschaftshaus. Das hängt halt eben damit zusammen, dass diese Gasthäuser ausgestorben sind. Und diese traditionellen Gasthäuser haben immer eine große Rolle gespielt, da die Straußjugend und das Gasthaus sozusagen eine Symbiose eingegangen waren. Die einen hatten eben das Interesse daran, das Fest durchzuführen und zu feiern. Und das Gasthaus hatte natürlich auch das große Interesse daran, Geld zu verdienen. Schließlich war das von Bedeutung, wenn die ganze Straußjugend, wenn das halbe Dorf sozusagen in das jeweilige Gasthaus gezogen ist. Ich habe hier ein weiteres recht modernes Bild mitgebracht. Da sehen Sie, da wird der Strauß sogar an einem Wohnhaus
aufgebracht. Ganz interessant ist an diesem Kerbestrauß, dass am Ende, also am vorderen Ende oder am Anfang, wie Sie wollen, sehen Sie einen kleinen Bären. Es gibt oftmals Kerbesträuße, die mit einer sogenannten Puppe bewaffnet sind, also versehen sind. Das können Teddybären sein, das können auch andere Tierchen sein oder eben auch Puppen. Das ist eben von Ort zu Ort verschieden. Auf diesem Bild sehen Sie auch noch etwas, auf das wir noch gleich kommen werden. Sie sehen die junge Dame, das ist ganz bemerkenswert. Eine junge Dame, die hier ein Blatt in der Hand hat und offensichtlich etwas vorliest. Und das wird gleich. Hier das nächste Bild, eine Kerberede. Das ist dann ganz offensichtlich, was Sie vorher hatten. Ich gehe nochmal zurück. Die junge Dame hat also ein Blatt Papier, liest was vor. Und hier sehen Sie einen Kerbefahrer auf der linken Seite, etwas höher stehende, auch er hat ein Buch in der Hand und er liest etwas vor. Und Sie erkennen sehr schön auf diesem Bild aus Neunkirchen der Westpfalz um 1930 gemacht, wie viele Menschen da vor diesem Dorfgasthaus stehen und dieser Kerberede lauschen. Diese Kerberede ist oftmals in gereimter Form. Sie wird von diesem Kerbefahrerpräsidenten oder wie auch immer er heißt, vorgetragen. Es ist eine gut vorbereitete Rede, die Kerberett. Und sie hat zum Inhalt das Geschehen des abgelaufenen Jahres im Dorf. Bei nicht wenigen Zeitgenossen, und zwar immer diejenigen, die natürlich tatsächlich oder glaubten, Dreck am Stecken zu haben, vor denen war diese Rede gefürchtet. Und das bedeutet im Prinzip, dass es einen, das kann man verfolgen bis ins 18. Jahrhundert sehr schön, dass die Obrigkeiten, sei es die weltliche, sei es die kirchliche Obrigkeit, immer versucht hat, auf diese Kerberreden Einfluss zu nehmen. Es gibt also nicht wenige Beispiele, wonach die Obrigkeiten jeweils verlangt haben, dass die jungen Leute eben ihre Kerberede sozusagen zur Zensur vorlegen und die Kerberede wurde dann entsprechend bereinigt. Es gab natürlich immer wieder Streit um diese Kerberreden und die Kerberreden, die sind auch noch in den, hier sehen Sie ein Bild von Mackenbach 1949, wo also auch hier die Kerberede vorgetragen wird. Die war halt bei den Leuten sehr beliebt auf der einen Seite und bei den anderen eben gefürchtet. Und auch hier ein Bild aus Hinzweiler. Auch hier können Sie sehr schön sehen, was für ein Auflauf es gewesen sein muss. Das Bild ist leider ein bisschen unscharf, aber ich habe das gerne ausgewählt, weil man hier sieht, dass praktisch ein Dorf, das niemals mehr als 250, 300 Einwohner hatte, dass hier sozusagen das ganze Dorf steht und alle eben dieser Rede lauschen. Und sollte dann eben ein Adjunkt, also ein Bürgermeister, dann in der Rede etwas schlecht weggekommen sein, dann hat er natürlich auf der einen Seite sich geärgert und auf der anderen Seite versucht, im Regelfall im Vorfeld Einfluss auf eine solche Rede zu nehmen. Es gibt sogar, und das war noch gefürchteter, in manchen Ortschaften sogenannte Kerbezeitungen. Das heißt, da wird tatsächlich die Kerberede abgedruckt und dann steht dann hier ein Dr. Reitz Mischnett als Redakteur. Das ist natürlich wiederum eine bemerkenswerte Bezeichnung. Er sagt, reiz mich nicht. Das heißt, er hat es darauf angelegt, den einen oder anderen im Dorf ein wenig auf die Schippe zu nehmen. Das ist eine Kerbezeitung aus dem südwestpfälzischen Talleischweiler von daran erkennen Sie eigentlich, dass die jungen Leute, also die sogenannten Kerberbosch, heute halt die ganze Straußjugend, ist doch die Sache ernst genommen hat, denn wer setzt sich schon hin und macht eine Kerberede im Geram? Wer setzt sich schon hin und macht eine ganze Kerbezeitung, druckt diese Zeitschrift ab, verteilt die in irgendeiner Art und Weise an die Bevölkerung und das ist doch eine Angelegenheit, die darauf hinweist, wie viel Wert man darauf gelegt hat, dass die Kerbe so abgehalten wird, wie man das sich vorgestellt hat. Im 19. Jahrhundert war, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, war die Kerbe da ein ganz, ganz bedeutsames Fest immer noch. Und dementsprechend hat sich auch das Essen im häuslichen Bereich gezeigt. An den Kerbetagen gab es ausschließlich gute
Dinge zu essen. Dinge, die man sonst normalerweise nicht bekommen hat. Das heißt, es war keineswegs so, dass man im 19. Jahrhundert jeden Tag Fleisch gegessen hat. Das, was wir heute erleben, was wir an Fleisch essen, und das, was vor 100 Jahren war, das sind Welten dazwischen. Es gab vielleicht einmal in der Woche Fleisch, aber wenn Sie hier das hier lesen, was es an diesen Kerbetagen gab, es gab Huhn, es gab Rindfleisch, es gab Schinken, es gab Kalbfleisch, Pastete, alles Mögliche, von Kuchen will ich ja gar nicht reden, da erkennen Sie, dass der Speisezettel der Familie natürlich an dem Tag aufgehübscht wurde, so gut es ging, mit allem, was man zur Verfügung hatte. Diese Festtafel, kann man ja direkt sagen, war natürlich eine ganz bedeutsame Angelegenheit für jeden, der an dieser Kerbe teilgenommen hat. Und man hat sich darauf gefreut, manchmal oder oftmals mehr als auf das Weihnachtsfest. Das ist der häusliche Anteil, dieses gute Mittagessen, aber die Kerbe beginnt mit dem Montag-Frühschoppen. Das ist ein ganz traditionelles Treffen der Dorfbewohner im 19., im 20. Jahrhundert gewesen. Bevor man zum Mittagessen schreitet, wo es das gute Essen gibt, hat man sich in die Dorfgasthäuser begeben und hat an diesen Frühschoppen teilgenommen. Gegen 10 Uhr hat er angefangen, hat aber oft auch erst am späten Nachmittag geendet. Sie können sich vorstellen, dass hier verdammt viel getrunken worden ist. Der Besuch galt sozusagen für die jungen Leute zumindest als eine Art Pflichtveranstaltung, aber auch die Dorfhonoratioren, das heißt der Bürgermeister, der Adjunkt, die mussten an allen Straußwirtschaften zumindest für kürzere Zeit präsent sein. Und da habe ich jetzt etwas drin. Es gibt mehrere, oftmals für mich im 19. und 20. Jahrhundert, mehrere Straußwirtschaften. Das heißt, die Straußjugend eines Dorfes setzt sich unter Umständen aus mehreren Gruppen zusammen. Es gibt also mehrere Straußjugendvereinigungen, sodass alle Gaststätten sozusagen in den Genuss einer Tanzveranstaltung kommen. Das ist allerdings eine Angelegenheit, die es nur in den größeren Dörfern gab. Das hängt halt mit der Zahl der Bevölkerung zusammen und die es eben dann nur gab, wenn es auch wirklich einige Gasthäuser gab, die, und das war ganz wichtig, eben einen Tanzsaal aufwiesen. Für die Unterhaltung der Teilnehmer bei diesen Frühschoppen, aber auch bei den anderen Veranstaltungen, sorgten immer Blasmusikgruppen. In der Westpfalz sind ja diese Blasmusikgruppen sehr bekannt. Es waren im Regelfall die sogenannten Mackenbacher, das heißt aus dem Westpfälzer Musikantenland stammende Musikkapellen, die ja eine Rolle gespielt haben bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die sind ja da von Kerbe zu Kerbe gezogen und haben dort mit ihrer Blasmusik sozusagen die Leute unterhalten. Heute ist das weitgehend weg. Sie sehen hier eine solche Kapelle in Lohnsfeld um 1925, also immerhin ein größere Trupp von Menschen und da könnte man vielleicht einen Satz sagen zu diesen Mackenbachern, zu diesem Westpfälzer Musikantenland. Das hängt damit zusammen, dass eben besonders im 19. Jahrhundert es die Gegend als sehr, sehr arm galt und man nach Auswegen gesucht hat, um aus dieser Armut zu entkommen. Und so haben sich viele zusammengetan und haben Musikinstrumente gekauft, haben das Spielen gelernt und zogen dann sozusagen in die weite Welt. Und wenn ich jetzt sage weite Welt, ist das genau ernst zu nehmen. Sie zogen bis nach Amerika, sie zogen bis nach Polen oder nach Frankreich, um dort Musik zu machen, entweder auf der Straße oder eben auch bei irgendwelchen Veranstaltungen zu spielen. Und diese Westpfälzer Blasmusiker, die waren eben auf diesen Kerben immer präsent. Musik war das eine. Wo Musik ist, gibt es auch Tanz und dann gibt es diese öffentlichen Tanzveranstaltungen, die eben in diesen Sälen der Dorfgasthäuser abgehalten wurden. In diesem Saal hängt dann an der Decke ein von diesen Straußmädchen gebundener Kerbekranz, ein besonderes Symbol und dieser Kranz hängt dann in diesem Saal, solange wie die Kerbe eben andauert. Und um diesen Kranz herum hat man getanzt. Und bis in die 50er Jahre waren diese traditionellen Kerbetänze ein Bestandteil der Kerbe. Und besonders wichtig waren die drei Ersten. Die drei Ersten
Da fehlt dann immer, das war ein Running Gag, die drei ersten, gemeint waren die drei ersten Tänze und die standen den Straußbuben zu. Das dreht sich also jetzt hier um die jungen Männer. Sie waren diejenigen, die bei, wenn die Musik anfing zu spielen und der Tanz begann, dann waren sie sozusagen privilegiert, auszuschwärmen und sich eine Dame ihrer Wahl zu suchen. Und wehe, es hat ein anderer sich sozusagen bei diesen drei ersten Tänzen da unter die Straußjugend gemischt, dann artete das meist in Gewalttätigkeiten aus. Und man hat dieses Vorrecht mit einer wirklich außerordentlichen Zähigkeit verteidigt. Ich habe Ihnen hier zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist natürlich jetzt uralt sozusagen, Hambach 1914. Hier sieht man also die Winzer mit ihren Frauen in dem Hof einer Gaststätte zu tanzen oder auf der rechten Seite Langwieden, das ist in der Westpfalz, 1949. Aber das Interessante auf diesem Bild von 1949 ist, dass dort noch eine Mackenbacher Musiktruppe zu sehen ist. Auf der rechten Bildseite, im rechten Bildeck sozusagen, sehen Sie eine Posaune und Sie sehen eine Klarinette und ein Schifferklavier und einen Trompeter und einen Trommler, also eine Band, die sozusagen eine Blasmusikkapelle, die sozusagen zum Tanz aufspielt und das unmittelbar, wenn Sie so wollen, also gerade mal ein paar Jahre nach Kriegsende, ist hier auf dem Dorfplatz doch schon ein wenig los und man feiert noch diese traditionelle Kerwe. Die drei ersten Tänze ist das eine und dann gibt es noch das Heraustanzen von etwas. Es gibt das Heraustanzen eines Hammels, das sehen Sie auf dieser Karte auf der linken Seite in der Südwestpfalz, in der Saarpfalz. Und dann sehen Sie, insgesamt gesehen ist es sowieso nur in westlichen Gefilden. Sie sehen in der Nordwestpfalz, also im Raum Kusel, da tanzt man Brezeln heraus und etwas weiter südlich dann Kuchen und dann kommt in drei großen Gebieten kommt das sogenannte Hammel heraus tanzen. Das bedeutet, man hat getanzt und dann hat irgendeiner zu einem ganz bestimmten Punkt in die Hände geklatscht und derjenige, der mit seiner Auserwählten genau unter diesem Kranz getanzt hat, der bekam dann sozusagen als Lohn einen Hammel geschenkt, beziehungsweise einen Kuchen oder eine Brezel. Jetzt könnte man etwas gehässig anmerken. Man sieht also im Süden, die waren offensichtlich reicher, da gibt es einen ganzen Hammel, während es dann einen Kuchen gibt. Und wenn man dann in die Gegend von St. Wendel kommt und noch weiter nach Norden, also nach in Richtung Baumholder, da gibt es nur noch eine Brezel. Das ist allerdings schon seit der Zeit des Ersten Weltkriegs, das mit den Hammeln kaum mehr nachweisbar. Im Prinzip mit einer Sache, die genauso aussah wie das Kerwe ausgraben. Sie erinnern sich, ganz am Anfang hatte ich Ihnen erzählt, die Straußjugend zieht an einen Ort, sie sucht und findet eine Flasche Wein, gräbt sie aus und dann schreien sie, wem ist die Kerwe? Unser, man hat die Kerwe gefunden und sie beginnt. Wenn die Kerwe endet, dann wird die Kerwe auch begraben. Im Straußbuben hier auf diesem Bild aus den 50er Jahren ziehen also sozusagen in Trauerkleidung zu einem ganz bestimmten Ort, um dort die Kerwe zu begraben. Auf dem nächsten Bild sehen Sie Gumpzweiler 1982. Sie sehen den Chef der Straußjugend. Er steht da im Gewand eines Pfarrers und er beginnt, die Kerwe zu begraben. Und da sind wir wieder so ein wenig bei der Obrigkeit. Ich hatte ja vorhin erzählt, bei den Obrigkeiten war es nicht gerne gesehen worden, dass man Kerwereden hält oder Kerwezeitungen druckt und damit unter Umständen irgendjemanden auf die Schippe nimmt. Genauso wenig gerne gesehen war es natürlich, dass der Chef der Straußjugend sich als Kerwepfarrer bezeichnet oder gar, wie hier in Gumpzweiler, sozusagen auftrat, als wäre er direkt ein Pfarrer und er begräbt dann die Kerwe, ist gleich eine Flasche Wein. Jetzt könnte man sagen, das sind alles alte Bräuche und jetzt verschwinden diese Bräuche natürlich. Ich hatte die Zeit erwähnt, man hat die Kerwe sozusagen in den Herbst verlegt. Ich hatte Ihnen erzählt von diesen Essmerkmalen
Und so sind die Bräuche natürlich heute etwas, haben sich geändert. Und diese Traditionskette, die insbesondere in die Landwirtschaft weisen, die sind natürlich immer weniger geworden und dementsprechend hat sich allerhand geändert. Das kann man ganz gut erkennen an Bezeichnungen von Kerwe. Denkst du an der Gallusmarkt oder der Laurentiusmarkt oder sowas? Und in der Vorderpfalz, da haben wir plötzlich etwas, was es vorher niemals gab, aber seit 1970 vermehrt nachzuweisen ist. Die Kerwe heißt auf einmal Weinkerwe. Also es wird um diesen Teil Wein erweitert. Und das geht dann immer weiter und es kommt dann zu Namensänderungen, die manchmal natürlich etwas skurril anmuten. Weinkerbe geht ja noch, aber Saumagenkerbe, naja, Vorschenkelkerbe oder wie in Kaltstadt geschehen, die Original-Kaltstadter Saumagen-Weinkerbe, dann wird es natürlich etwas lustig. Die Frage ist, ob die das heute nochmal so machen würden, weiß ich nicht, aber wie dem auch sei, sie erkennen, dass ein Wandel auch im Namen gegeben sein kann. Eine Karte hier aus dem Pfalzatlas, die ich vor 30 Jahren mal gemacht habe, insofern ist sie nicht gerade brandaktuell, aber Sie sehen etwas sehr Schönes. Sie haben hier die Umrisse der Pfalz in ihren heutigen Grenzen. Sie sehen die und die West- und Nordwestpfalz auf der linken Seite. Und alle blauen Punkte, die Vielzahl der blauen Punkte auf der rechten Bildseite fällt natürlich ungemein auf. Daran kann man Folgendes ablesen. Also wenn man jetzt die Legende gut lesen könnte, was also hier eher schlecht möglich ist, aber diese blauen Punkte bedeuten, dass es die Kerwe zwar noch gibt. Es gibt auch Ortschaften, wo die Kerwe schlichtweg abgeschafft ist. Aber es gibt die Kerwe da noch bei den blauen Punkten. Aber ohne diese Attribute wie Kerwe begraben, Straußjugend, Tänze oder irgendwas heraustanzen, all das. Es gibt nur noch diese Kerwe und das war es denn auch. Während in der West- und in der Nordwestpfalz, insbesondere in der nördlichen Westpfalz, diese Kerwe noch sehr, sehr ausgeprägt ist. Und jetzt kann man natürlich auch von einem, naja, Ost-West-Gefälle sprechen oder einem Nord-Süd-Gefälle sprechen in der Gegend, wo bäuerliche Struktur noch etwas ausgeprägter ist, auf Deutsch gesagt, wo eigentlich die Landschaft noch in ihren alten Bereichen sozusagen zu finden ist, die Landschaft, die Leute, da ist eben diese Kerwe noch viel ausgeprägter als in den anderen Gebieten und die roten Punkte mit den schwarzen Pünktchen außenrum, da gibt es noch die Kerbe so in alter Manier und das ist also nur eine Gegend, die könnte man so ungefähr gleichsetzen mit dem Raum Kusel. Ansonsten geht es eigentlich schon seit den 90er Jahren mit dieser Kerbe doch ein wenig bergab. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Exkurs bringen. Ich hatte ganz vorhin erwähnt, von meinem Verwandten mütterlicherseits, der noch im zarten Alter von fast 90 Jahren alles dran setzte, nach Hinzweiler auf die Kerwe zu kommen, weil er diese Kerwe oder diese Kerwe-Veranstaltung als den bedeutsamsten Tag im Jahr betrachtet hat. Bedeutsam deswegen, man konnte Gott und die Welt treffen, alle waren da, auch alle seine Alterskameraden waren ja wahrscheinlich auf demselben Trip, auch sie wollten eben in dieses Dorf kommen. Und da gibt es noch eine ganz bemerkenswerte Geschichte, die hat etwas mit den USA zu tun. Es gibt, das ist bemerkenswert, Kerwe in den pfälzischen Siedlungsgebieten der USA. Sie wissen ja alle, dass besonders im 19. Jahrhundert unglaublich viele Pfälzer ausgewandert sind. Es gab Auswanderungswellen vor den 1800er Jahren und dann nochmal in den 1870er Jahren. Und die Anzahl der ausgewanderten Pfälzer war unglaublich hoch. Das hängt damit zusammen, dass die Bevölkerung in dem 19. Jahrhundert schlagartig angewachsen ist. Die Industrialisierung erst in den 1860er Jahren zu vermerken war und man kann ja alles vermehren, bloß eins nicht beackerbares Land und aus dem Land konnten sich diese steigende Bevölkerung konnte nicht mehr ernährt werden und ein Ausweg war eben Auswandern. Auswandern in irgendwelche Gegenden, von denen man annahm, dass es einem dort
bis er ging. Und eins der Hauptauswanderungsziele waren eben die USA. Und wenn Sie sich hier dieses Bild betrachten, dann sehen Sie eine Einladung zur Westrischer Kirschweihe. Vor 1917 habe ich extra hingeschrieben, das hängt damit zusammen, es gab eine Zeitschrift in den USA, eine Zeitung, eine Wochenzeitung, der Pfälzer in Amerika. Der Pfälzer in Amerika, eine Zeitung, die sozusagen den Ausgewanderten die Verbindung zur Heimat ermöglicht hat. Also immer alle neuesten Nachrichten aus den einzelnen Dörfern können Sie in dieser Zeitung, der Pfälzer in Amerika, nachlesen. Das ist ein Sittenbild sozusagen des 19. Jahrhunderts, können Sie in diesem bis ins 20. Jahrhundert hinein, also bis 1917, kann man da nachlesen. Die Familie, eine aus Edenkoben stammende Familie, die hat diese Zeitung herausgegeben und sie war sehr, sehr begehrt, wurde dann aber 1917 sozusagen von der USA-Regierung eingestellt, als die 1916 in den Krieg eingetreten sind mit dem Deutschen Reich, dann hat man diese Zeitung als sozusagen als Feindzeitung betrachtet und schlichtweg auf kaltem Wege verboten. Aber Sie können hier schön sehen, die Ausgewanderten sehen die Kirschweihe immer noch als was Bedeutsames und sie lesen hier Westrischer Kirschweihe. Also eine Kirschweihe wird gefeiert, die den Westrisch betrifft, also die Westpfalz. Auf dem nächsten Bild habe ich was Besseres. Da ist der Kaiserslauterer Martini-Markt und Ball der Concordia-Halle in New York 1888. Also auch dort wird der Martini-Markt, das ist die Kaiserslauterer Kerbe, die Martinskerbe, wird sozusagen in New York gefeiert. Oder das ist eines der letzten Bilder, das aus dieser Zeit eigentlich, also das, das noch betrifft. Es gab in New York einen Club, die Mackenbacher, und diese Mackenbacher haben die Mackenbacher Kerbe gefeiert, das noch 1952. Und das finde ich ganz bemerkenswert und sie nennen das dann Volksfest, im Plattdeutsche Volksfestpark wird das abgehalten und wenn Sie unten schauen, dann lesen Sie Dancing Konzert, Dürkheimer Wurstmarkt mit Original Kerberett. Also auch in den USA hat man noch als Ausgewanderter noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts diese Kerbe ungemein hochgehalten und hat also für diese Kerbe sozusagen noch Feste gefeiert. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass dieser Versuch der Mackenbacher nach dem Zweiten Weltkrieg, das nochmal wieder aufleben zu lassen, dem war nicht allzu viel Erfolg beschieden. Schon in den 60er und 70er Jahren ist es praktisch ausgestorben und nach 1980 ist diesbezüglich nichts mehr zu finden gewesen. Tja, meine Damen und Herren, ich kann nur mit einem Spruch schließen, den ich mal so schön gehört habe. Ihr liebe Leid und Kerwegecht ist Bier oder der Woi ist all und mir ist schlecht. In diesem Sinne möchte ich beenden und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Ah. Und jetzt, wenn Fragen gestellt werden, stehe ich natürlich, soweit ich kann, zur Verfügung. Die sind alle wunschlos glücklich. Also, wer Fragen hat, nochmal, schreiben Sie es in den Chat rein. Ich werde versuchen zu antworten. Tja, eine Pandemiefrage, ob es Online-Versuche für Kerbe gibt. Also ich befürchte, glaube ich nicht. Die Kerbe hat sowieso Probleme, das hatte ich ja eben so ein bisschen angedeutet. Also ich kann mir das nicht vorstellen und das Bier alleine zu trinken, naja, nun gut.